Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit... Oh, jetzt rutscht hier ein bisschen blöd. Hearts of Iron 4. Wir spielen das Deutsche Reich und befinden uns 1936, also ziemlich am Anfang. Wir haben schon ein bisschen rumgespielt und jetzt geht's weiter. Warum vernehmen wir so viel Öl? Ach, wir haben die Flugzeuge im Einsatz. Rumfahren tut nichts. Obwohl ich gerne jetzt die U-Boote fahren lassen würde wollen, damit wir ein bisschen Marinepunkte sammeln. Und das Öl holen wir uns von der Sowjetunion. Da hole ich es immer gerne. Reichen zwei. Jawohl, das ist gut. Sonst machen wir nur eins. Warten wir, bis es voll ist. Weil das ist recht neu. Also das ist fast das Neueste hier in Hearts of Iron 4. Und zwar Treibstoff. Also Öl gab es vorher schon. Aber dass man Treibstoff hat, das halt wiederum nicht. Wofür brauchte man eigentlich Öl damals noch? Oh scheiße, wofür brauchte man denn nochmal Öl damals? Vor Treibstoff. Wofür war das nochmal gut? Das gab's doch, gibt's doch erst jetzt. Boah, das habe ich voll vergessen. Das kam doch erst dazu. Oder nicht? Oder täusche ich mich jetzt? Das war doch durch Man at Guns dazu gekommen, oder? Oh scheiße, jetzt bin ich verwirrt. Anderes Thema. Ist egal, ist nicht so wichtig. Jetzt ist es halt so. Ach so, Spanienfeldzug. Komm, wir gucken mal, wie es hier aussieht. Ah. Sehr schön, ich stehe in den Bergen. Hervorragend. So, dann gehen wir direkt mal die Küste hier weiter unsicher machen. Dann rücken wir vor nach Valencia. Auch das ist gewonnen. Sehr schön. Hermann Göring-Werke. Wir müssen uns auf unberechenbaren Einfluss privater Kapitalisten befreien. Wir bauen einen Industriekonzern unter unserer Kontrolle auf, der das Wachstum im Bergbau- und Stahlsektor überwacht. Denn er wird das Rückgrat unserer Rüstungsindustrie bilden. Zwei? Da statt doch eben viel mehr. KDF-Werke? Oh, guck mal hier. Kohleverflüssigung. Plus eins. Machen wir erstmal die hier. Dann gibt es direkt nochmal ein paar mehr Zivilfabriken. Und dann haben wir echt einiges dazu bekommen. Dann werde ich auf jeden Fall danach fangen wir an mit Militärfabriken. Und vielleicht noch so ein, zwei, drei. Öl ist nämlich definitiv ein Problem. Machen wir so, immer abwechselnd. Ich will davon gar nicht zu wenig haben. Machen wir erstmal so. Nehmen wir einen Armeetheoretiker rein. Ich glaube schon, ne? Damit wir, damit wir hier... Werner Heisenberg, Atomforscher. Das ist krass. Forschungsgeschwindigkeit, Kernenergie. Also, stimmt, das ist doch... Der Ding ist, wir sind Erich von Manstein. 250. Soll ich mit 250 Punkte Manstein direkt holen? Ich meine... Sollen wir auf 250 sparen? Der macht direkt 0,05 täglich. Aber das machen die alle. Er macht aber Forschungszeit für mobile Kriegsführung plus 15%. LOL. Forschungsgeschwindigkeit entlang Doktrin. Boah. Ich glaube, wir machen Heinz Guderian. Der Heinz. Oh, hier sind zwei Sachen fertig. So, jetzt brauchen wir Funk. Wollen wir jetzt wahrscheinlich nach Dingens natürlich erstmal nichts mehr haben, wo wir kämpfen. Guck mal hier, super, ne? Machen wir jetzt erstmal verteilte Industrie. Da kriegen wir schön Industrie-Boost, Bauplätze plus und so. Das ist schon ziemlich cool. Na gut. Auf ins Abenteuer. Ja, es wird cool. Also es ist halt immer super spannend, gerade im Multiplayer, wo man nicht laden kann. Und dann entweder historisch spielt oder natürlich Chaos. Das heißt also, man spielt nicht historisch. Man macht so das deutsche Kaiserreich, ja. Oder ein faschistisches England, ja. Es ist halt super lustig. Also man kann auch das Mexikanische Reich gründen. Oder man kann die keltischen Staaten mit Irland gründen. Das geht, glaube ich, auch. Ihre Befehle? Ah, da sind sie. Die neuen Truppen. Sehr schön. Befehle. Kommen wir erstmal da zusammen. Machen wir sonst erstmal nichts. Mannstärke, wie viel brauchen wir nochmal? Und wo muss die stehen? Müssen die irgendwo stehen? Das war hier. Da muss ich halt aufpassen. Anschluss braucht 550.000. Anti-Kommentarenpakt, den machen wir auf jeden Fall auch.
Bauwesen. Die Wesenen bauen. Tom, machen wir erstmal hier Rohstoffausbau. Ah, siehst du, habe ich wieder vergessen. Oh Mann. 10 Handelspunkte, 10 Handelspunkte. Ich darf das einfach nicht vergessen. Wir haben jetzt Mannstärke gesamt. Wo steht denn im Feld? 672.000. Im Feld 461.000. Oh, das hier wird nichts. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Aber so schnell geht das halt auch nicht. So, wie sieht's hier aus? Angetreten. So, Rommelchen, zeig, was in dir steckt. Ich muss auf jeden Fall... Das ist halt noch leichte Panzer. Ich werde ein paar leichte Panzerdivisionen behalten. Ich werde die aber nicht weiter ausbauen. Oder ich werde die los. Und obwohl, ich glaube, ich nehme die mit nach Afrika. Oder ich gehe auf Kavallerie in Afrika. Das könnte ich auch machen. Machen wir ein bisschen schneller hier. Da sind sie am Kämpfen. Das ist noch recht unspektakulär, deswegen brauchen wir da nicht so krass drauf achten. Ach, siehst du, ich hab's schon wieder vergessen. Ich vergesse es halt jedes Mal. Haha, lustig. Alter, die Dänen hatten gerade Verschleiß. KDF-Wagen. Was ist denn der KDF-Wagen? KD... Ach, Pakt mit der Sowjetunion? Ich denke nicht. Ach nee, scheiße, gab's das. Doch, stimmt, war das nicht mit denen auch... Ja, genau, da haben die dann... Haben die da nicht diese Traktoren gehabt? Warte mal, KDF-Wagen. Wir erlauben unseren Bürgern, durch den Sparplan unsere eigenen künftigen Volkswagen zu kaufen. Das Geld nutzen wir, um den Bau von Fabriken zu finanzieren. Cool. Guck mal, zwei. Ach so, entweder oder. Zack. Das muss jetzt auf jeden Fall gemacht werden. Cool, cool. Wir kriegen schon genug Dingsfabriken dazu. Also so soll es nicht sein. Ich mach noch mal ein paar, ne? Machen wir mal. Hier so, das müsste reichen. Das sind dann 10 Divisionen. Sehe ich nicht irgendwo viele, das insgesamt dann sind? Armee 507 im Feld, bla bla bla, im Training. Ja, das reicht. Verzögern, sehr schön. Das hier macht Organisation 15. Organisation maximale Geschwindigkeit. Deswegen, das ist also aber nur, weil du wirklich auf Panzer gehst. Was ist das denn hier? Massenmotorisierung. Das hätte ich bestimmt irgendwo noch einen Boost kriegen können dafür. Aber jetzt lassen wir das erstmal laufen. Ist egal, ob das ist oder das danach. Aber ich meine, das kriegen wir auch noch. Oh, guck mal, was ist denn hier los? Ich will dir jetzt nicht unbedingt Waffen schicken. Müssen. Das sieht gut aus. Guck mal, mit ihren Doppeldeckern hier. Sind denn Sowjets hier? Ja, sind sie. Guck, da. Lustig. Naja. Setzen wir die einfach weiter unter Druck. Das sollte einfach irgendwann zu Ende gehen. Oh, da werden sie zurückgedrängt. Oh, komm schon. Madrid, soll ich Madrid mit einnehmen? Ich glaube, das wäre wichtiger. Komm, wir gehen Madrid angreifen. Madrid.
Madrid. Ja, das Spiel, in dem man Erdkunde lernt. Also ich habe damals Herz auf 1 und 2 gespielt, also da mein Erdkunde-Fachwissen, ne? Wo ich mich gewundert habe, dass die Tschechoslowakei nicht mehr existiert. Du meinst Tschechien? Hä? Ist das nicht Tschechoslowakei? Nein. Ja, ja. Jugoslawien? Wo ist eigentlich Jugoslawien? Ach ja, existiert auch nicht mehr. Verteilte Industrie. Wunderschön. Machen wir direkt mal auf die nächsten Rohstoffe. Sehr schön, das ist das nächste. Pass auf. Jetzt gehen wir, ich mache direkt Industrieforschung an. Forschungsmöglichkeit Industrie 5, synthetisch. Industrie, blem, 15%. Muss ich am Schluss dann wieder wegmachen. Da sind wir auch durch. Dann gehen wir mal auf verbesserte Maschinenwerkzeuge. Ich war eigentlich ziemlich zu früh dran, da zu forschen. Das habe ich total vergessen. Aber das macht nichts. Ich war ja trotzdem ganz gut dabei. Ist egal, wir müssen halt jetzt nicht auf Infanteriewaffen und so gehen. So, Madrid ist eingenommen. Vielleicht bleibe ich da. Aber ich sollte schon mit angreifen. Komm, helfen wir dem mal bis zum nächsten Fluss zu kommen. Ich wollte halt hier zumachen, damit die... Naja, jetzt haben sie auch, jetzt haben wir die Hauptstadt. Dann gibt es nur noch mal einen Haufen Ressourcen. Puh, das ist dann abgestürzt. Ja, die Maginot-Linie. Ne? Mannsteins Plan. Hier geht's durch Belgien und um die Maginot-Linie zu umgehen, die hier sich befindet, meine Damen und Herren. Da durchzukommen ist schwer. Machbar. Kann man machen. Strategische Bomber oder die KI ist zu blöd und geht weg. Oder man bleibt stehen und macht nichts. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin zu blöd. Man bekommt aber auch einfach keinen Warnhinweis, ne? So, da haben wir Funk. Das ist 38. Wir könnten schon mal auf... ich gehe mal auf die Ölförderung hoch. Sehr schön. Also wenn Krieg ist, läuft es bei mir nicht so schnell. Es kommt immer drauf an, aber eigentlich lasse ich mir schon Zeit. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es beim Let's Play ist. Da bin ich mal unter Zeitdruck. True Blitz. As Germany postponed in France surrender before January 1st 1940. Boah, krass. Das bedeutet also... Boah, das... Ob wir das schaffen? Blitzkrieg. Vor dem 1. Januar 1940. Komm, dann müssen wir hier nochmal kurz... Jetzt müssen wir Treibstoff schnell pushen. So. Okay, Westwall. Großraumwirtschaft. Ungarn gleichgesinnt. Rumänien gleichschalten. Gleichschalten, nicht gleichgesinnt. Integrierte Kriegswirtschaft. Reichsautobahn. Deutsche Kriegswirtschaft. Ah, was ist das denn hier? Die Nationen unserer Interessenssphären stehen inzwischen extremer wirtschaftlicher Abhängigkeit zu uns. Wir könnten das ausnutzen und kontrollieren über die Wirtschaften und unseren Einfluss in ihrer Ausblick auszuweiten. Ah, und Königreich Ungarn wird zur Marionette vom Deutschen Reich. Wenn Königreich Rumänien ein Bündnis mit Deutschem Reich ist, erhält Deutsches Reich, Königreich Rumänien jeweils viermal deutsche Kriegswirtschaft. Wirtschaftsgesetz zur Kriegswirtschaft ändern. Oh, Fabriken, Konsumgüter 20%. Ne, ich glaube, ich nehme lieber das hier. Dann machen wir jetzt Reichsautobahn. Reichsautobahn! Kohleverflüssigung! Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Flottenausrüstung. Ich gehe auf deutsche Kriegswirtschaft. Jetzt müssen die Leute bauen. Danach können wir dann Anschluss machen. Ich glaube, meine Nase hat gerade gequietscht. Wie sieht's denn aus in Spanien? Ah, es wird vorgerückt. Tour de Spain. Oh, wir könnten hier... Kesseln, eine Tasche machen. Das könnte funktionieren. Pass auf, lieber Rommel. Mal gucken.
Dann wären sehr viele Divisionen eingekesselt und das wäre vorbei. Ich habe leider nicht genug Aufklärung, ich weiß nicht, wie viele das da sind. Aber hier sehen wir es. Zack, und noch einer. Dann ist der Krieg auf jeden Fall zu Ende. Der ist sowieso schon zu Ende, aber er wäre noch schneller zu Ende. Man sollte ihn eigentlich hinauszögern, um ein bisschen Punkte zu farmen. So, ich muss mal hier schnell... Ihre Befehle? Naja, jetzt hier nicht wieder nach Madrid gehen. So nicht, Freundchen. Ich habe schon wieder was vergessen. Ah, wir sind 5 Punkte vorher. Ja. So, langsam mal sicher habe ich sie eingeholt. Ihre Befehle? Ah. Jetzt ist das schon wieder so blöd. Bleibt so. Meine Herrschaften. Wir müssen die schön binden. Die sollen irgendwo hier ausbrechen können. Oh nein, nicht nach Madrid. Lass sie nicht nach Madrid. Oh, puh. Alter, guck mal, die alle so unterbesetzt. Das sind auch die Italiener. Sonst schwer, nee, ne? Kurz ein bisschen laufen lassen. Ich lasse das hier mal auf, damit ich es sehe. Und machen wir noch Gummi. Und dann haben wir hier erstmal genug gemacht. Weil wir sind ziemlich früh damit fertig geworden. Die Niederländer haben eine Hintertür. Wenn es ermöglicht, einen britischen Blockade zu umgehen, darüber neutrale Häfen weiter in Hand zu betreiben. Wir müssen die Niederländer unter Druck setzen, damit sie den Handel ihrer Grenzen... So. Ich warte damit noch. Ich dachte damit noch. Wir nehmen mal hier zuallererst, nehmen wir Ludwig Bock, Wilhelm Keitel. Ausbildungszeit, das brauchen wir nicht. Entweder Angriffarmee oder Organisation. Organisation ist gut, aber Angriff ist besser. Finde ich. Jedem das Seine. Obwohl Organisation auch echt gut ist. Damit kann man super schnell vorrücken. Aber, wenn man dann so Engpässe hat, dann lieber Dingsbums motorisiert. Panzer. Also man braucht immer mehr LKWs als Panzer, wegen der Organisation, ne? Das war irgendwie so, da muss ich noch umbauen. Dafür brauchen wir viel mehr Erfahrungspunkte. Reichsautobahn. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt direkt auf deutsche Kriegswirtschaft. Gibt es nochmal mehr Militärfabriken und wir können schneller Militärfabriken bauen, weil desto höher dieser Wert hier ist auf Kriegswirtschaft, desto schneller geht das. Generalmobilmachung ist auch ganz gut, aber das sollte vielleicht nicht immer so bleiben, weil es -3 rekrutierbare Bevölkerung macht. Und das ist nicht so gut. So, dann haben wir das hier erstmal. Dann gehen wir jetzt mal auf Artillerie. Und dann gehen wir bei Infanteriewaffen rein. Nein, die Hindenburg ist explodiert. Es kann auch sein, dass sie nicht explodiert. Das deutsche Passagierschiff Hindenburg wurde heute bei der Landung auf der Lakehurst Naval Air Station in den Vereinigten Staaten zerstört. Aus bislang unbekannten Gründen, man vermutet ja elektrische Ladung, ne? Ein Blitzanschlag oder so, ging das Luftschiff in Flammen auf und stürzte zu Boden, wobei 35 Menschen ums Leben kamen. Das Ding muss bestimmt beeindruckend ausgesehen haben. Aufgrund des Mangels an Helium, dessen hohe Kosten und des amerikanischen Exportverbots für Helium, wurde die Hindenburg wie alle deutschen Luftschiffe für die Verwendung von Wasserstoff gebaut. Dieser ist zwar ein besseres Traggas, dafür aber leicht entzündlich. Diese Katastrophe hat den öffentlichen Glauben in die Luftschiffe erschüttert. Außerdem werden immer schnellere Passagierflugzeuge gebaut. Könnten dies das Ende der Luftschiff-Ära sein? Ja, leider. Ich finde die tatsächlich cool, auch wenn ich damit nicht fliegen würde wollen. Aber ich meine, wenn damit was passiert, dann können wir einfach mit dem Fallschirm rausfliegen. Beim Flugzeug, ich meine... Die Leute sagen ja, fliegen ist ja sicherer.
Aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, ich sitze lieber im Auto bei einem Autounfall als in einem Flugzeug bei einem Flugzeugabsturz. Ja? Bei einem Auto hast du noch eine Chance zu überleben. Beim Flugzeug ist so... Ah! Toll. Ne, ist halt... Jedem das seine. Also ich sitze dann lieber im Auto. So, Panzerexperte. Verteidigung Panzer plus 10%. Erhöhte Chance, Blitzen, Einkürzung, Taktiken auszuführen. Das ist gut. Verteidigung motorisierte Infanterie. Mechanisierte Verteidigung. Oh, das ist eigentlich... Wir machen aber Panzer. Panzerexperte. Okay, das ist gut. Nationalspanien ist wieder frei. Ist jetzt faschistisch. Ob sie am Ende uns beitreten, lassen wir mal offen. Sonst werden sie einverleibt ins Reich. Und dann gucken wir mal. Okay. Propagandabemühungen. Shaanxi tritt vereinte chinesische Front bei. Das sind die verschiedenen... Dann haben die jetzt bald Krieg. Hier ist Japan. Dann gibt es hier bald Krieg. Habt ihr den Stream gesehen? Habt ihr das ja bei mir gesehen. Hat was von Band of Brothers, ne? Wir waren wie Brüder. Boah, mein Tee ist hier. Oh, ah, heiß. Oh, ich trinke ihn noch nicht. Erdölförderung, sehr schön. So, dann jetzt aber mal auf Dingens. Hinterpommern. Ach, jetzt haben wir doch... Scheiße. Ich kann auch Anschluss machen. Anschluss! Jetzt müssen wir warten, bis die Kriegswirtschaft fertig ist. Ich trottel, glaube ich, voll vergessen. Kann halt sein, dass wir deswegen schon in Verzug kommen. Jetzt haben wir 30. Jetzt machen wir mal unsere Infanterie fertig. So, zwei Artillerie. Infanterieköpfchen. Hier haben wir sonst noch Aufklärung. Das ist gut für Durchbruch und Angreifen. Dann bleibt jetzt erstmal. Jetzt haben wir erstmal eine schlagkräftige Truppe hier. Panzer haben... Die sind eigentlich auch echt gut aufgestellt da. Machen jetzt erstmal... ich würde das gerne umbauen. Kann ich das nicht irgendwie umbauen? Sagen wir mal alles weg. Das kostet auch Punkte. Das entfernen. Das ist auch blöd. Nö. Dann ist auch egal, oder? Vier Panzer. Wie war das? Vier Panzer und eigentlich sechs LKWs oder so, ne? Warte mal. So. So war das, glaube ich. Jetzt brauche ich dafür 20 Punkte. Müssen wir uns merken. So mache ich das. Aber eigentlich habe ich immer hier vorne die vier Dingens und hinten die LKWs. Aber das ist eigentlich auch egal. Ich glaube, das hat keine Auswirkung, wo die sind, oder? Hat das eine Auswirkung? Das würde ich mich echt mal fragen. So, 1,1 Millionen Leute noch. Wenn die Niederlande einknickt und unsere Forderung erfüllt, erhalten wir politische Macht in Höhe der Gesamtmenge, die von allen Portalen nach Europa Teilnehmern investiert wurde. Im Moment beträgt diese Menge 130. Und das war's. Emilia Erhardt fliegt um die Welt. Sie ist nicht abgestürzt. Ich bin sehr stolz. Machen wir hier nochmal Mefo. Komm, ich will jetzt endlich anschlussen. Heim ins Reich. Österreich. Reimt sich sogar. Deutsche Kriegswirtschaft. So, jetzt aber mal... Was ist denn jetzt los? Komm schon. Mach doch keinen Blödsinn mit mir. Im Feld 530. Warte mal. Gerade ging es jetzt nicht. Ach scheiße, ich bin was im Ummodeln. Ach kacke, ich trottel. Ich baue doch die Artillerie da überall rein. Hätte ich warten sollen. Jetzt müssen wir warten, bis die ja auch noch fertig sind. Ich könnte die auch einfach platzieren. Aber dann sind das Rekruten. Aber ich probiere es mal aus. Ja, anschlussen. Ach, Gott sei Dank. Bereit zum Ausrücken. Da, 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 da. Ist jetzt... sind ja die Rekruten. Ich kann sie ja üben lassen oder so. Ich wollte mal gucken. Panzer. So. Wir haben schon den Großtraktor. Schwere Panzer. Ich bin eigentlich ein schwere Panzer-Fan. Ich werde nachher schwere Panzer...
zur Infanteriebrigade hinzufügen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Guck mal, wir haben jetzt schon 36er. Da können wir sonst nichts machen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da machen wir auch nichts. Da machen wir nichts. Da machen wir Logistikkompanien schon mal. Da haben wir die auch schon mal fertig. Okay, alles klar. Dann machen wir mal hier 20. Machen wir mal hier 10. Da sind es auch 10. Die machen auch mal hier mehr. LKW ist es eigentlich okay so. Sturzkampfbomberproduktion muss auf jeden Fall... Wir machen mal hier höher. Und so. Die haben eigentlich voll... Das ist krass, also... Wirklich. Hier machen wir nochmal ein Pärchen. Und dann, machen wir mal 4 Panzerchen. Da brauchen wir bestimmt wieder, LKWs oder so. Machen wir so. Jetzt haben wir auf jeden Fall Kriegswirtschaft, das ist gut. Gehen wir jetzt mal auf mittlere Panzer. Wir gehen später ziemlich auf mittlere Panzer. Zuverlässigkeit, welcher Angriff. Wir können aber auch nehmen auf Forschungsgeschwindigkeit, Panzer, maximale Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit. Aber es gilt für alle Panzer, oder? Ich mag eigentlich Henkschel. Henkschel. Mann. Mann ist auch cool. Wo ist der Unterschied? Weicher Angriff. Zuverlässigkeit, weicher Angriff plus 5%. Wir gehen auf Mann. Cool. Mann war auch cool. Mann, no. Okay. Yunnan tritt vereinte chinesische Front bei. Wer scheint dieser Mann bloß zu sein? Unscheinbar im Aussehen. Regiert er ein großes Land. Er will bestimmt Frieden stiften auf dieser Welt. Nicht? Jetzt müssen wir wirklich viele Militärfabriken pushen. Da war nicht so viel. Ne, hier ist gut, hier ist blöd. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwas anderes weggemacht. Ja, mache ich die hier nochmal weg. Ein bisschen abwechseln, so. Wir haben auch noch Zeit, obwohl ich natürlich dann vor dem 1. Januar, wir können den Zweiten Weltkrieg ja früher auslösen. Wir haben ja hier kein Multiplayer oder so. Wir müssen uns an nichts halten. Wir haben 68 Dingesbummens. Machen wir mal. Ich mache erstmal reine Infanteriedivision. Zwischenkriegsartillerie. 39, das lässt alles warten. Das lässt auch noch warten. Soll ich schon mal auf? Okay, dann. Oh, warte mal, ich glaube. Da war ja was. Ja, machen wir. Luftnahunterstützung wichtig. Anschluss. Der Anschluss Österreichs ist ein seit langem gehegter Wunsch des deutschen Volkes. Obwohl der Anschluss durch den Versailler Vertrag verboten wurde, ist nun die Zeit gekommen, ihn zu vollziehen. Geben wir den Österreichern die Chance, unsere glorreiche Bestimmung mit uns zu teilen. Ja, heutzutage sagt man ja, wir wurden besetzt. Und damals hieß es doch, 99% der Stimmen wollten den Anschluss von Österreich an Deutschland. Und dann, na, heute, die ganzen Länder hier, ja? Österreich. Okay, ich weiß nicht, wie man es. Leute, Österreicher, haben wir doch bestimmt hier Zuschauen. Wird das da gesehen? Wird das bis heute verneint, dass dieser Bösewicht aus Österreich kommt oder dass der Anschluss erzwungen wurde? Ich weiß gar nicht. Ihr müsst mich belehren. Dann Ungarn, Rumänien und Bulgarien, die gehörten alle dazu, genauso wie Italien. Aber besonders, ich kenne ja auch Rumänen.
Oder einen aus Ungarn. Das wird noch nicht mal in den Schulen gelehrt, was da so war. Ja, das wird da totgeschwiegen. Nö, damit hatten wir nichts zu tun. So. Holocaust oder so. Anschluss. Wiederholte Aufstände in Österreich zeigen ganz klar, dass das dortige Volk danach dürstet, sich unserem Reich anzuschließen. Jetzt zum Handeln. Das könnte auch ein Satz von Goebbels sein. Wie kann man nur behaupten, Österreich gehöre nicht zu Deutschland? Das Coole ist, wenn man Österreich spielt, kann man wie heißt es nochmal? Österreich-Ungarn gründen? Richtig cool. Oh, guck mal hier, die SDKFZs. Ach, guck mal hier, das habe ich alles noch gar nicht gesehen. Was ist das denn? Landwasserschlepper. Die cool. Ach ja. Anschluss, sehr schön. Fordert die Ostgebiete zurück. Das machen wir jetzt auch. Dann kriegen wir noch Poznan, Kotzewitsch, Danzig, Ach so, wir haben die Beanspruchungen, ne? Fordert das Sudetenland, dafür brauchen wir 750.000. Dann machen wir jetzt, warte mal, machen wir hier gerade Flottenausbau. Dann haben wir nochmal ein paar Dingensbummens. Leute, ich bin schon viel zu lange überzieht. Ich mach einfach mal gerade Marineinfanterie. Für spätere Scharmützel. Oh, ach, der ist aufgeploppt, ne? Ach so, das sind die Österreicher. Willkommen, Österreichische Armee. Willkommen, willkommen. Ja, Leute, ich muss hier leider aufhören. Guck mal, die haben das österreichische Equipment. Steierschützen, Stutzen. Die haben super schöne Waffen gemacht. Richtig hochwertige Edelprodukte. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Hearts of Iron 4. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Macht echt Spaß gerade. Also ich freue mich auf den Ausgang unserer Kampagne hier. Haut rein, Leute.